Scheinbar ja. Und diese kleinen Totems der Harmonie reichen auch, um meine eigene Wut runterzumachen. Einfach erstmal so. Die kämpfen ja selbst noch. Das dürfte ja dann auch reichen. Ich muss ja nicht unbedingt Gewehr bei Fuß stehen. Huch, ich hab den falschen im Visier gehabt. Drei brauche ich noch. So, ihr schafft das hoffentlich alleine, damit ich mich um die Geister kümmern kann. Wird der Schlusskampf hier bestimmt wieder uns ein großes Schaden. Ich habe kein Ziel. Reicht noch nicht? Also ist das Problem, ich kann die zwar, die besiegen den Geist zwar auch alleine, ohne mein Zutun, aber es wird nicht angerechnet, also muss ich auch eine Attacke noch machen. Oder zumindest so einen kleinen Buff reinhauen, Debuff für die Gegner. Dass mir das angerechnet wird. Läuft ja schon weg. Ja, eigentlich sollte man bei dem Rauch weglaufen. Also, ausweichen zumindest. So, habe ich das auch geschafft. Möge das Licht euch leiten. Ja, den, das Totem wieder abgeben. Hallo. Lebt wohl. So man sehen sieht, wir glaube, uns dass wieder. Sucht Suna Stillstoß. Alles Gute. Hat Bahn euch geschickt, um mich zu töten? Genauso wie er meinen Mann getötet hat?
packe aber mal vorsichtshalber aus was hin. Sind bedeutungslos. Nichts wird mich retten. Eure erbärmlichen Rituale sind bedeutungslos. Nichts wird mich retten. Na, da wäre ich mir aber nicht so sicher. Jetzt erkenne ich. Mein Hass hat mich verschlungen. Sagt Bahn, ihm ist alles vergeben. Töten wollte ich sie eigentlich nicht. Ich wollte sie eigentlich nur bannen. Okay, ich habe so mit meinem Totem nochmal draufgeschlagen, aber... geschafft, das war's. Also das Feuer ist das, weswegen ich Schaden kriege. Schon wieder 6. So, dann bin ich mit der Tonlandsteppe fertig. Schöne Sache. Dann kommt jetzt die Schreckensöde. Das schließt die unten aufgelisteten Geschichtsstränge ab. Meister der Lehren, ja, ist genau das gleiche. Nee, das ist der Master-Erfolg dafür, alle Erfolge zu haben von den Gebieten. Dann habe ich das nämlich auch. Jeden Herausforderer in Chichis Wiege. Yazu-Tempel, hier unten. Da gibt es einen Erfolg. Von 5 Sekunden 15 Angreifer, wie denn das? Himmelsrennen. Himmelsrennen. Schatz. Jedes der folgenden Shadowpan-Helden in der Garnison. Wie macht man das denn? Also es gibt auf jeden Fall noch zig Quests. Aber das hier würde ich gerne mal wissen. Chichis Wiege, wo waren das? Ich glaube hier oben, oder? Chichis Wiege. Tempel des Weißen Tigers war auch was, wo man überleben sollte. Chichis Wiege. Da unten. Dann sind da bestimmt noch Dailies. So, und ich muss hier lang. Okay. Irgendeine Quest hatte ich doch hier auch schon. Genau. Gleich oben. Stimmt, da war ja hier auch auf der Mauer irgendwo ein Questgeber. So, aber ich pausiere noch mal ganz kurz. Ich muss mal auf meinen Desktop gucken, ob ich überhaupt noch genug Speicherplatz habe für weitere Aufnahmen. So, weiter geht's. Ich habe tatsächlich noch 150 GB drauf, also für ein Video sollte es noch reichen. So, ich habe mich hier noch für Säule oben erstmal gebufft. Aber eins habe ich vergessen. Essen muss ich. Denn die Stunde ist schon wieder rum. Anhand dessen merkt man noch immer, wie lange man schon spielt. Okay, manchmal sind ja auch so Unterbrechungen drin, aber allzu lange ja eigentlich auch nicht. In der Regel mache ich die Videos ja auch am Stück. Ich
So, Spinnen töten. Ach, und das sind die ganz kleinen bestimmt. Ich mach einfach mal so. Schade, hat nicht gezählt. Schreckenspinnen, Ei vernichtet. Ach so, hiermit. Sadistisch. Nochmal. Sind doch noch mehr Eier. Muss man schon ein bisschen länger drauf halten, damit die auch kaputt gehen. Dann dachte ich, ja, ich muss die kleinen Spinnen töten und nicht die Eier. So, da haben wir wieder eine Mama-Spinne. Drei Stück davon noch. Hä? Nimmst du das mal mit? Aber eigentlich sind doch da gleich mehrere Eier in einem Bündel dran. Aber es zählt trotzdem nur als eins. Nö, dafür benutze ich jetzt nicht noch meine verschlingende Säule. Solche. Feuer frei. Ach, da hinten war noch welches. Dann lieber für einen neuen Gegner. Ja, der ist eine 0, nichts tot. So, hier sind meine letzten Spinnenbeinchen. Samt Eier. Und da noch das letzte Spinnilein. War hier der Posten oder wo war? Genau. Nachtelfjäger, ich würde ihn ja gerne mal angreifen. Mal gucken, ob ich ihn von hier angreifen kann, ohne runterzufallen. Also ohne zu sterben. Ich muss nur rechtzeitig mein Dings benutzen. Sein Begleiter ist passiv. Sehr geil. Der greift mich gar nicht an. Oder weil er nicht rankommt. Und jetzt ist er schon tot durch meine ganzen Debuffs. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Der hat bestimmt gedacht, dass er da in Sicherheit steht. So. Hier unten war das genau bei dem Typen. Und die da oben haben mich erst zu dem geschickt. Wir sind die Wächter auf 437. Untersucht die internen Kämpfe der Mantis auf der Terrasse der von Gurat. Gurtan. Hütet euch vor dem Westwind. Verrückte Mantis angenommen. Hier. Und hier habe ich gerade was komplett anderes gelesen, was ich machen muss. Ich weiß nicht, warum ich jetzt hier drin bin, warum ich auf einmal die Quest habe.
Ah, na gut. Klaxi ist jetzt neutral. Benutzt die Stimmgabel der Klaxi am uralten Amberbrocken auf der Terrasse von Gurtan. Und trotzdem tot. Ein neues Klaxi ist geboren. Zurückgekehrt. Erweckungskrankheit. Bringt 100 Saftfliegenteile zu Kilruk, dem Windschnitt auf der Terrasse der Gurtan. Uralte Rache. Tötet 6 rachsüchtige Gurtan-Niegeister auf der Terrasse von Gurtan. Ganz viele Fliegen. Das ist zu weit entfernt. So, mal gucken, wie viel ich für den 6er-Pack hier kriege. 23 schon. Damit habe ich schon einen Großteil geschafft. Für einen 10er-Pack. Lebenspunkte ist aber auch irgendwie so ein Einheitsmaß hier bei den 90ern. NPC-Gegner. Zweimal habe ich das starke Gift schon. Von der Spinne habe ich das bekommen. Bringt 4 Gold 30, krasse Sache. So weit geflogen. Oh, ich habe eine Wache. Ich habe einen Wächter rausgelockt. Wollte ich ja nur nicht. Ach, vom Kampfeslärm. Ich dachte schon, weil ich zu nah dran stand. Da habe ich gleich wieder ein paar Fliegeviecher. So, damit könnte ich fast fertig werden. Das waren jetzt bestimmt nochmal 10 Stück. Noch ein Gegner drauf. Hab ich bestimmt gleich 3 Seiten voll Loot. Schön wär's zumindest. Oh, eine volle. So, 22 Fliegendreck noch.
Fliegenteile. Ah, sollte vielleicht weggehen, damit der dann nicht durch Kampfeslärm aufwacht. Ich glaube, ich stehe immer noch zu nah ran. Jetzt aber. So, damit fehlt nur noch ein Geist. Den haben wir hier. Und da hinten sind die Spinnen. Die Fliegen. Na, mal, ob ich die Spinne mitlocke? Ja. Ah ja, klar. Ich habe kein Ziel. Oh, es fehlt sogar noch was. Das waren diesmal keine 24. So viele Sachen, die so viel Geld bringen. Das finde ich, haben sie cool gemacht, auf jeden Fall in diesem Teil. Für diese seltenen Drops. So, 6 oder? 10. Super. Warum auch kurz 14 gezeigt hat, weiß ich auch nicht, aber 4 brauchte ich ja. Ne, 6 brauchte ich ja noch. So, happy happy, mein Kleiner. Reist nach Klaxi Ves inmitten des Schreckensöde. Ihr könnt Kulruk, den Windschnitter auf der Terrasse von Gortan, euch hinaufzubringen oder auf eigene Faust reisen. Ich bin Kulruk, ein Krieger aus einem vergangenen Zeitalter. Selbst reisen kann jeder, deswegen gucke ich mir den jetzt mal an. Zu meiner Zeit hatte ich eine Feste der Mogu. Es war mir eine Ehre, die Wände mit ihrem Blut zu färben. Aufgrund meiner Taten wurde ich zu einem Getreuen, ein Held, in Amber konserviert für eine Zeit, in der das Reich vom rechten Pfad abgekommen ist. Das ist sie ja jetzt. Ach, das war's. Ich dachte, seine Geschichte geht länger. Welche Macht verbrennt unser Land und verderbt unsere Bäume? Ja, das sieht nicht schön aus. Die Macht der Schaos. Der Palast. Dies ist nicht unser Weg. Jetzt verstehe ich, warum die Klaxi handeln müssen. Sie bilden den Rat unserer weisesten kulturellen Anführer. Sie kontrollieren die Macht der Kaiserin. Sollte die Kaiserin verderbt werden oder unsere Zivilisation bedrohen, haben die Klaxi geschworen, sie zu entmachten. Es gibt andere wie mich, Getreue einer jeden Ära, erstarrt in der Zeit, sicher vergraben vor den Einflüsterungen der Kaiserin. Wir schulden nur dem Rat Rechenschaft. Wir ruhen erst, wenn sein Wille geschehen ist. Hey, da sind ja noch mehr. Sie werden einen schnellen Tod erleiden. Der Kreislauf wird erhalten werden. Ihr seid erwacht. Was ist die Schreckensgelege? Tötet 6 Gelegehüter. Der Schreckzeher in der Umgebung von Schreckzeher. Töte 30 Schwarmgeschworene der Zerreckzeher in den Gelegen von Zerreckzeher. Oh. Das ist aber auch ein Zungenbrecher. Toter Winkel. Socke den Resonanzkristall der Klaxi auf den deaktivierten Schall-Relais-Markierung im Herzen der Angst. Sprecht mit Kulruk, dem Windschnitt.